Flusskreuzfahrten, weder auf dem Meer, noch auf dem Land und doch den Städten an den Flüssen ganz nah. Der Flusskreuzfahrtanbieter Arosa lässt 11 Schiffe auf den Flüssen Europas fahren. Wie es auf so einer Flusskreuzfahrt zugehen kann, lesen Sie in Marions Tagebuch. Jetzt ist Saisonende, viele Schiffe werden für das kommende Jahr aufgehübscht, einige wenige laufen die Städte mit Weihnachtsmärkten an, feiern Weihnachten und Silvester. Und schon liegt der Fokus auf dem neuen Jahr. Die Stadt der Liebe steht ganz groß auf dem Programm. Arosa bietet 2018 neue Routen auf der Seine an. 9 Nächte seine Intensive, das Stadt-Fluss-Erlebnis mit Le Havre und Paris, oder nach den erfolgreichen Gourmet-Reisen auf Mosel, Rhein und Rhone die neu angebotene 7 Nächte Gourmet auf der Seine. Die Details, es folgt ein PR-Text zu Arosa, mit Links zu den einzelnen Events. Erleben Sie eine Reise auf Europas Flüssen, abseits vom hektischen Alltag entdecken Sie moderne Metropolen, abwechslungsreiche Naturlandschaften und kleine Dörfer. Für Kulinariker hier die Gourmet-Kreuzfahrten 2018. Bei einer Flusskreuzfahrt auf Donau, Rhein, Rhone und Seine erwarten Sie spannende Ausflüge und Städtereisen, genauso wie erholsames Treiben lassen, auf dem Fluss und durch neue Regionen. Entlang eines Flusses gibt es während einer Reise unterschiedliche Städte zu entdecken. Die Ausflüge bieten abwechslungsreiche Einblicke in die Metropolen. Mit unseren Angeboten für die ganze Familie genießen Sie an Bord der Arosa-Schiffe Wellness und Erholung, genauso wie unterschiedliche Aktivitäten. Auch kulinarisch verwöhnt eine Flussreise mit Arosa Ihre Gäste und lädt zum Genießen nach Lust und Laune in stilvoller Atmosphäre ein.